Hallo, heute erkläre ich euch ein bisschen was zum Classico. Allgemein, was ist der, was kann der und was hat der verbaut? Fangen wir an, das ist ein Elektrorohr. Hauptkomponente ist der Elektromotor, hier. Das heißt, der Motor sitzt hier drin, das ist ein sogenannter Radnabenmotor. Da sind der kriegt seinen Strom von einem Steuergerät, das sitzt hier hinten unter dem Sitz. Als Energiequelle haben wir hier den Classico Li mit einer Lithium-Ionen-Batterie. Das ist das Akkupack hier. Als hauptelektrische Komponente würde ich noch das Display mit reinnehmen. Das uns quasi uns verschiedene Sachen anzeigt, den Akkustand zum Beispiel. Es hat aufgeleuchtet die Gesamtkilometerzahl. Danach, nach etwa 3 Sekunden, schaltet er automatisch um, gibt ihnen eine quasi Streckenkilometerzahl, Geschwindigkeitsanzeige, Ganganzeige. Hier schon mal. Okay. Er steht auf dem Hauptständer. Das ist der Ständer. Das heißt, der Motor darf sich drehen, weil er komplett in der Luft ist. Wodurch weiß der Roller, wie schnell ich fahren will, indem ich hier an einem Drehregler drehe. Ihr hört, er gibt direkt Gas. Gas in dem Sinn, das Steuergerät erkennt, ich möchte jetzt beschleunigen, leitet Strom, je nach Bedarf. An das Hinterrad weiter. Über den Gangbahnschalter hier kann ich meine Geschwindigkeit wählen. Noch mehr Fotos und Videos, die besten Preise und Preisaktionen findest du auf unserer Homepage elektroroller-futura.de. Wenn du keines unserer neuesten Elektroroller, E-Scooter, E-Bike und Elektrokabinenroller-Videos verpassen willst, abonniere jetzt den Kanal von Elektroroller Futura.